Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Test. Wir testen heute wieder Half-Life 2, sind in Folge 2 und auch in Kapitel 2. Ja, wir haben gerade eben Alex Vance kennengelernt, die junge Dame, die hier vor uns steht. Sie steht nicht auf Treppen. Wir helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor, durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Komm, ich spendiere dir einen. Ja! Ich nehme ein Tafelwasser, bitte. Es gibt nur Tafelwasser. Oh, und übrigens, hätte ich ja dich kennenzulernen. Hm? Nee, gibt's nichts. Können wir nichts erkunden? Okay. Ach, schau dich ruhig um. Das passt schon. Okay. Ja, nett, dich kennenzulernen. Ich bin übrigens Gordon Freeman. Hi. Jetzt mach hin. Ja. Da wurde er abgeschmettert. Das war ein klassischer Korb. Mama, komm raus da! Oh Mann, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon Freeman, bist du's wirklich? Ich fand ihn draußen, den Streuner. Nicken. Ist schon ein Tu-nicht-gut, oder? Nein, jetzt Nein sagen. Viel, auch ist, wenn du bist kein Tu-nicht-gut. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist eine unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? In echt diesmal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze. Wir haben seitdem viel dazugelernt. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst. Aber okay. Alright, jetzt könnt ihr shoppen gehen. Es gibt neue Klamotten. Der Schuh. Was, wo? Geh einfach zu Barney. Also. Ah, verdammt, nimm's mir ab. Lamar. Geile Katze. Lamar, da bist du ja. War das Viech nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, das sie ist denn? Gestutzt und völlig ungefährlich. Das ist so eine Art Facehacker. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Ich will es nicht mal sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar. Wir gehen gleich in den Putz. Verdammt, es wird Tage dauern. Nimm dir den Anzug, Tiger. Mit Glück noch länger. Barney, du kannst nicht mit Tieren. Nun, Gordon, auf geht's. Schlüpf in den Anzug. Ich sehe, Gordon, dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Zumindest teilweise. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, aber dies ist das Wichtigste. Gesund 100. Also, war das immer schon so? Hey, das kam gerade mit dem Anzug. Der Mark V Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh je. Doch, dafür ist keine Zeit. Hat wenigstens den Anzug auf, Gordon. Gute Idee. An der Wand ist ein Ladegerät. Du kannst deinen Anzug jetzt an Combine-Ladestation aufladen. Sie gibt das an all ihren Kontrollstrecken. Lad mal auf. Doch. Ach, rechts an der Wand. Das müsste der sein. Das Ding? Schmeißen. Ja. Ah, okay. Musst du gedrückt halten. Ja, genau. Oh, ist leer. Zack, das ist jetzt sozusagen deine Rüstung. Dein Rüstungswert. Das ist jetzt also effektiv 125 Gesundheit. Sozusagen. Wow. Sind Probleme da? Alter. Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen, ja? Okay. Ja, welche, die hier? Es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute morgen in unser Labor Zeichen? Kommt.
nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit, von Start? Wir sind hier alle bereit. Tun wir es einfach. Also, der masselose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameterstehen auf CY-Basis und LG-Orbifold einschließlich über. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Das hatten wir schon mal. Hey, ja, wegen der Katze. Initialisierung in 3, 2, 1. Oh, verflixt. Was nun? Doktor, der Stecker. Dreh dich mal um. Oh ja, du hast recht. Gordon, könntest du uns einstöpseln? Ausgezeichnet. Gordon, betätigt den Schalter. Gordon, nur keine Schuld. Das ist ja fast wie wenn wir anfangen wollen, Let's Plays aufzunehmen. Da fehlt auch immer irgendwo ein Stecker. Okay. Drück den Schalter. Nochmal. So? Jupp. Ja. Und weg da. Okay. Ah, sie ist also gefallen. So, so. Und, hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Oh, Gott sei Dank. Was bin ich erleichtert. Gute Arbeit, Izzy. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Mhm. Lass den Gordon jetzt hierher holen. Ja. Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Okay, Barney. Jetzt du. Uff, danke. Sobald du deine Position eingenommen hast, senden wir dich zu dir. Knapper geht's echt nicht. Dann ab dafür. Alright, jetzt sind wir dran, teleportiert zu werden. Initialisierung in 3, 2, wie fühlt sich das an, Timo? Wow. Als ob man fällt. Oh Gott. Ganz recht. Es kann losgehen, Gordon. Bon voyage und viel Glück für die Zukunft. Schlusssequenz. Was zum Teufel? Was ist denn? Oh. Ist dein Schoßtierchen das verdammte Viech? Blabla, Teddy, nein! Vergiss es einfach! Er kommt durch, Dad! Was ist los? Scheiße, ich weiß nicht, was ist das für eine Art Intervention? Gott, ich tu nichts! Wir holen dich da raus! Das denn? Etwas geht ihm weg! Zum Wort! Was hattest du bedeutet? Wer sind sie? Wie sind sie hereingekommen? Er ist ja da! Du kannst doch nicht einfach reinwarten, es würde dich aufschälen! Wo ist weg? Was ist los? Wenn ich nur wüsste, es gibt unerwartete Interferenzen! Keine Sorge, wir... Da ist er! Ich bin mir fast sicher, dass Gordon Freeman. Ah! Nein! Oh, ah! Scheiße! Er kam nicht durch. Wo ist der? Hinter dir. Wow! Abschalten, abschalten! Gordon, du musst hier raus! Los! Runter, weg da! Ich komm dich holen! Ja, okay. Jetzt geht's weiter. Wow. Super, du bist also einfach außerhalb des Labores jetzt, oder? Von dem, schon, wo ja. Wir gerade eben waren. Okay. Und nun musst du wieder reinkommen, oder was? Also da ist jedenfalls gehörig was schief gegangen. Lama ist einfach in den Teleporter gesprungen. Wurde dann wegteleportiert und wir wurden irgendwie hin und her, hin und zurück, zu verschiedenen Orten teleportiert, einmal sogar ins Wasser, wo wir fast direkt aufgefressen worden wären von einem riesigen Monster. Zum Glück wurden wir dann doch schnell nochmal wieder wegteleportiert. Grandios. Und jetzt weiß ich nicht, was Timo da macht. Ja, einfach nur weiß auch nicht. Na, schauen wir mal. Ja, was haben wir denn hier? Erstmal wieder Zivilisation erreichen und Menschen finden. Gordon. Hm? Ah! Die Zitadelle ist alarmiert. Das ist das reinste Wespennest. Power City 17 ab, solange es noch geht, Gordon. Nimm die Kanäle. Sie führen zu Eli's Labor. Ist zwar gefährlich, aber es gibt ein Netzwerk von Flüchtlingen. Die helfen, wenn sie können. Ich käme gern mit, aber Dr. Kleiner braucht mich hier.
Oh, und bevor ich es vergesse, das habe ich in Black Mesa gefunden. Viel Glück da draußen, Kumpel. Du wirst es brauchen. Aha. Das sieht so aus, als könnte ich das hier benutzen. Exakt. Alright, dann haben wir also die ikonische Brechstange erhalten. Die erste Waffe im Spiel, die wir benutzen können. Ja, mal sehen, was Timo damit so anrichten wird. Nur Gutes, hoffe ich. Hm. Ja, guck mal, sind das Kisten da? Nee, warte, dreh dich um. Hinter dir. Und jetzt geradeaus. Ich glaube, da kannst du einfach weitergehen, oder? Hm. Hau mal drauf. Oder halt die Kisten nehmen. Kann ich nicht machen. Ja, drauf. Ah. Was ist das? Hau drauf. Ja? Ja. Geht das kaputt? Doch, schon. Wow. Explosion. Wow. Okay, hier ist auf jeden Fall Züge. Und Leute, die auf dich feuern, ne? Timo, pass auf! Timo! Okay. Oh, sehr gut, erstmal in Sicherheit. Wo muss ich denn hin? Da durch? Ich geh mal hier lang. Ich sehe auch nichts. Ja, mach mal hier. Ah. Ja, hau mal drauf. Kannst du da reinhüpfen in das Abteil, in den Waggon? Ja, ich glaube, da musst du rein. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als ob du da was machen kannst. Erst hier nach links hoch auf die Stufe und dann auf den Waggon oder so? Ja, ja. So geht das. Top. Und jetzt? Einfach drauf. Durch die Kisten prügeln. Ah, so. Ja, cool. Gibt's da was? Das sieht doch ganz gut aus. Wow. Ist das, ja, das ist ein Ausgang. Hier, ne? Ja. Die andere Seite. Wow. Pass auf. Ich dachte, du lässt dich jetzt von dem Zug überrollen. Natürlich. Das ist ein Kraftfeld, da kommst du nicht durch. Aber dann kommt wieder so ein Scanner auf dich zu. Gib ihm! Mach ihn fertig, jawoll. Batterie aufheben. Ah, okay, du kriegst auch Rüstung, wenn du die Dinger haust. Lauf! Nicht! Ja, genau. Lass dich nicht von denen erschießen, Timo. Mhm. Oh nein, hier ist schon wieder so ein Feld. Kannst du außen rum? Ja, ich glaube, du musst außen. Ich glaube, du musst. Auf jeden Fall weg von hier, weil du da abgeschossen wirst. Da ist einer. Hier rechts rum vielleicht? Oder unter einem Zug durch? Geht das? Nee, ich glaube, du musst kurz zurück. Da war noch so ein Waggon, glaube ich, mit einer offenen Tür. Guck dich mal da um. Hier vielleicht, da war's. Ja, guck mal. Da rein? Nee. Eine Leiter sehe ich auch gerade nicht, oh Gott. Hm. Ich weiß nicht. Das nochmal. Ach. Ich glaube, man kann hier noch in den Waggon tragen. Aber gucken wir mal, du wirst es schon finden. Das ist der kaputte Scanner von eben. Hier bist du rausgekommen. Ja. Da kam der andere Zug her. Hey, das sieht spannend aus. Willst du dich erstmal noch sammeln, Timo? Ja, wir überlegen uns mal bis zur nächsten Folge, wie wir hier rauskommen. Und ja, mal schauen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.